Hi, herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Ja, wir reden heute über die BNN, ja, und die BNN-Diskussion. Das ist ein bisschen was anderes als sonst, ja, weiß ich. Ja, hab Notizzettel. Wir sprechen in Zukunft auch noch über die anderen Podiumsdiskussionen. Deshalb lehnt euch entspannt zurück, holt euch was Nettes zu trinken und ich erkläre euch auch das Format. Unsere Formatidee ist praktisch, wir besprechen mit euch die Podiumsdiskussion und zwar einzeln. Ja, praktisch jeder Kandidat bei jeder Frage einzeln. Das heißt, es wird jetzt keine 5-Stunden-Video, sondern das wird jetzt ein Video und wir sprechen heute nur über die Rolle der BNN in der BNN-Diskussion. Ja, was lief gut, was lief nicht so gut, was waren die Themen und wie gut waren die Fragen unserer Meinung nach? Und ist so ein Format geeignet, um das zu machen, was die BNN machen wollte? Ja oder nein? So, genau. Das heißt, es hier ist nur eine Analyse, ja, und auch irgendwo eine Kritik, weil natürlich auch Sachen nicht so gut gelaufen sind und vielleicht auch in Teilen ein Lob, weil Sachen ja auch gut gelaufen sein können. Deshalb, ja, seid nicht zu hart zu der BNN in dem Fall. Ja, wir sind auch nicht so hart zu uns. Also wir hoffen immer umgedreht, dass die auch nicht zu hart zu uns sind. Sind wir ehrlich, wir versuchen von denen zu lernen und die sollten vielleicht auch von uns lernen oder wir sollten versuchen, ihnen was beizubringen, wenn wir das können. Genau. Es gibt natürlich, weil das ein neues Format, gibt es natürlich Regeln. Ja? Und die Regel ist, in den Kommentaren wird nicht beleidigt. Ja? Wenn ich jemanden sehe, der irgendjemand beleidigt, fliegt der halt raus. So, es tut mir leid, dann schreibt die Person halt keine Kommentare mehr. Ihr könnt gerne diskutieren in den Kommentaren. Dafür ist es nämlich gedacht. Ihr könnt sogar gerne Feedback dalassen, auch in den Kommentaren. Oder ihr schreibt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube oder eine Mail. Wir haben auch eine Website, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Genau. Ansonsten gibt es noch zu sagen. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben dalassen, wenn es euch gefällt, wenn ihr das Format mögt. Ihr könnt uns abonnieren, wenn ihr das Format mögt. Und ihr könnt, was gibt's noch? Unseren Patreon besuchen oder unsere Website besuchen. Links sind wie immer ja, unten in der Videobeschreibung. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir. Also, wir kommen zuerst zum Format. Ja, das Ganze ist in folgendem Format gehalten. Du hast zwei Fragesteller. Einen, der sitzt bei den Gästen im Raum und einer sitzt im BNN-Newsraum. Newsroom, Entschuldigung. Das heißt natürlich Newsroom und nicht Newsraum. Naja, gut. Auf jeden Fall, diese vier Gäste sind nach folgenden Kriterien ausgewählt. Sie müssen Kandidat für Oberbürgermeister sein und sie müssen von der Fraktion im Gemeinderat unterstützt werden. Das sind diese vier Kandidaten. Und ja, die Zuschauer können Fragen schicken an die BNN. Ich glaube, per Instagram, per Mail, ich glaube sogar per Facebook oder auch per YouTube-Chat ging auch. Weiß noch nicht, ob es dran gekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Es wurden auch noch ein paar Fragen, glaube ich, sogar eingebracht vom Chat. Das ist also das Grundformat. Ist relativ einfach. Der Interviewer, in dem Fall Theo Westermann, fragt und die anderen antworten. Ja? Ich glaube, zum Eingang haben sie jeder ein Statement und ansonsten kann ich in seinen Fragen kein echtes Muster erkennen, wobei alle ziemlich auf die ähnliche oder gleiche Redezeit kommen, was gut ist und ja, genau. Sprechen wir als nächstes über was anderes. Wir sprechen jetzt über die Themen, die dran gekommen sind. Und das sind viele Themen, deshalb entschuldige ich, wenn ich nicht die volle Aufmerksamkeit in die Kamera habe, sondern wenn ich nach unten gucken muss, weil da sind meine Notizen. Wir sprechen über Haushalt und Corona, Klimaschutz, Nachverdichtung, Verkehr, ÖPNV, Baden-Airpark, Attraktivität der Innenstadt, Betonwüste Marktplatz, der kommunale Ordnungsdienst, das Staatstheater und der Intendant, was tun für Jugendliche und die Wahlvorbereitung schwierig für die Kandidaten, ob man also die Wahl konsequenterweise verschieben soll. Also, ich habe früher gelernt, man soll immer mit was anfangen, was gut war. Deshalb fangen wir mit der guten Sache an der ganzen Dingens an. Ich persönlich finde die Idee von dem Newsroom und der Interaktion mit den Zuschauern mega gut, ja, das bringt immer wieder was Ruhiges rein und ist eigentlich ein ganz nettes Gimmick. Auch wenn ich leider nicht ganz verstehen kann, warum man den nicht öfter nutzt, bin ich ehrlich. Ich finde, vielleicht liegt es aber auch an mir, man hätte den öfter benutzen können, ja.
Aber an sich eine sehr gute Idee. Des Weiteren finde ich die Themenauswahl sehr gut gemacht. Also, das ist eine große Range, die du da mitnimmst, wenn du über Haushalt und Corona sprichst und über Klimaschutz, Nachverdichtung, Verkehr, ÖPNV ist alles dabei. Ja? Also alle großen Themen sind einmal dabei und das finde ich ziemlich gut. Und das finde ich wichtig, dass man das auch ja, so hier nochmal sagt. Ja? Weil wir werden zur Kritik kommen, nämlich jetzt. Ja, die Kritik. Kritik an diesem Format gab es zuauf. Ja, deshalb zähle ich erstmal Kritik auf, die es nicht unbedingt von uns gab. Ja, die habe ich nicht erfunden, die Kritik, sondern die existiert tatsächlich. Es waren nur 4 Gäste eingeladen, statt eigentlich 6. Es gibt 6 Kandidaten, die die nötigen Unterstützungsunterschriften gesammelt haben. Das war der BNN bekannt. Das heißt, hier fehlen 2 Gäste. Und es ist einmal der Herr Nelik und einmal die Frau Schulz. Der Herr Nelik ist dabei ein parteiloser Kandidat, mit dem haben wir auch noch kein Interview. Das heißt, ihr kennt ihn vielleicht auch noch gar nicht. Ja, und die Frau Schulz von der Partei Die Partei, die auch nicht eingeladen wurde, weil keine Fraktion sie unterstützt. Das könnte man jetzt sehen, wie man möchte. Die BNN hat dafür durchaus Gründe genannt, nämlich, dass es Corona-technisch nicht möglich sei und dass ja man sich auf die größeren Kandidaten beschränken will. Jetzt gibt es da natürlich ein Problem, nämlich das Problem der Neutralität, das sich damit eröffnet. Wenn du neutral bist, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ich biete jedem eine Plattform und das war's eigentlich. So verstehe ich Neutralität. Ja, ich kann mich jetzt auch irren. So, aber das ist hier nicht passiert. Was hier passiert ist, ist, du hast konservativen Kandidaten, die eventuell aussichtsreich oder auch nicht sind, eine Plattform geboten, die du anderen Leuten in dem Moment nicht bietest. Und das ist nicht neutral, das ist nicht Berichterstattung, sondern damit macht man Politik. Ja? Ich kann Kandidaten auch groß machen, wenn ich zum Beispiel immer wieder Interviews mit ihnen bringe oder wenn ich regelmäßig deren Content irgendwo teile oder ja. In dem Fall verbreite. Das ist was, das finde ich ein bisschen kritisch in dem Moment. Auch weil die Diskussion so gehalten ist, wie sie gehalten ist. Aber dazu kommen wir jetzt. Also in einem Format wie dem hier, in dem du eine Diskussion hast und zwar hauptsächlich mit dem Moderator, ist der Moderator die Instanz, die wichtig ist. In dem Fall Theo Westermann. Was Herr Westermann macht, ist grundsätzlich gut. Er leitet gut durch den Abend. Aber, und das ist ein großer Kritikpunkt, er lässt sich alles erzählen. Ja? Ich blende euch mal 2 Stellen ein, wo es mir besonders aufgefallen ist, wo ihm null auffällt, dass einer der Vorredner was gesagt hat, was nicht richtig ist, und dass dann die Kandidaten korrigieren müssen. Ja, natürlich passt es in die Zeit. Ich möchte kurz Bezug nehmen auf die Haushaltsrede vom Herrn Mentrup. Er hat ja vorhin auch schon was dazu gesagt. Er hat ja auch gesagt, dass dann soziale Ausgaben in Frage oder nochmal überprüft werden müssen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde, gleichzeitig hat er gesagt, dass er im Bereich Klimaschutz 7 bis 10 neue Stellen schaffen will, sonst keine neuen Stellen. Und das finde ich einfach, steht in keinem Verhältnis zueinander. Ich möchte erstmal nur feststellen, dass sich der Kollege Dr. Schmidt falsch erinnert. Ich habe nicht angekündigt, im Sozialbereich zu kürzen. Und wir haben neben den Stellen für den Klimaschutz auch Stellen für den Ausbau der Kitas im nächsten Haushalt vorgesehen. Mitglieder der Stadt Karlsruhe, die diese Erhöhung im KVV beschlossen haben, wenn es nach den Mitgliedern aus dem Gemeinderat von Karlsruhe gegangen wäre, hätten wir manche Erhöhungen nicht gemacht, sondern es war immer ein Misch aus den umliegenden Landkreisen und auch Trägergemeinden des KVV und aus der Stadt Karlsruhe. Und noch eines, eine Klarstellung. Mit dem Willen der Stadt hätte es durchaus gereicht, eine Mehrheit für eine Tarifaussetzung hinzubekommen. So, ja, jetzt kannst du das, also das ist nicht unbedingt in Ordnung, das kann man so machen, das machen bekannte Talkshow-Moderatoren tatsächlich auch. Ja, die lassen auch laufen. Das Problem, was ich dabei habe, ist, du setzt das halt nicht in den Kontext. So. Und wenn du was nicht in den Kontext setzt oder nicht sagst, dass du weißt, dass es nicht stimmt oder vielleicht auch gar nicht weißt, dass es nicht stimmt, dann ja, stellt sich für mich die Frage, warum sitzt da überhaupt ein Moderator? Ja, warum blenden wir nicht die Fragen vom Livestream ein und die Leute müssen darauf antworten? Weil so setzt Theo Westermann nur Akzente, indem er praktisch sagt, was gefragt wird und was nicht. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Und die Frage, ob man wirklich einen Moderator braucht, die stellt sich nochmal. Ja? Nämlich, es gibt später eine, es, na, das heißt später, eigentlich am Anfang gibt es eine Stelle, wo Theo Westermann eine Frage stellt, die klipp und klar auf ein Thema abzielt
Und der Kandidat beantwortet etwas völlig anderes. Herr Weigt, in Ihrer Argumentation, Sie blicken natürlich einmal auf die Krise, sagen aber auch, das Karlsruher Haushaltsproblem entstand schon vor der Krise. Wenn Sie dann nochmal ein Wort dazu sagen, Sie wollen ja auch, wir kommen auch noch zu den anderen Kandidaten, priorisieren. Was bedeutet priorisieren? Von welchem Projekt muss man sich in Karlsruhe verabschieden, weil das Geld fehlt? Zunächst mal möchte ich die Frage stellen, wie geht man in eine Krise rein und was bedeutet für mich generationengerecht und strategische Haushaltspolitik? Das heißt, ich muss vorher schon langfristiger denken, nicht nur über einen Zeitraum von 3 Jahren hinaus, sondern über einen Zeitraum meinetwegen von 6 bis 10 Jahren. Das habe ich in den Bereichen, in denen ich Verantwortung trage, in der Gemeinde und im Kreis so mitgetragen und eingeführt. Dadurch wussten wir vorher schon, was wir uns vornehmen, wie viel Geld muss am Ende übrig bleiben. Welche strategischen Ziele werden uns künftig beeinflussen? Das war schon vor der Krise wichtig zu wissen, dass wir mehr einnehmen als ausgeben. Und das habe ich deshalb vorhin so direkt angesprochen. Das war vor der Corona-Krise schon klar, dass Karlsruhe mehr ausgibt, als es einnimmt. Wenn man die Aufgaben des Oberzentrums betrachtet, dann muss man dazu sagen, dass Karlsruhe jetzt schon das 1,5-fache je Einwohner zur Verfügung gestellt bekommt über einen Finanzausgleich. Es gibt auch einen Topf für die Stadtkreise. Also insofern gibt es schon etwas mehr obendrauf und ich möchte jetzt zunächst mal einen Kassensturz machen, die Projekte ganz genau anschauen und danach entscheiden, was wir strecken müssen, wo können wir bei welchem Projekt auch noch Geld sparen. Es kann nicht so weitergehen wie in den letzten Jahren. Und das, was hier passiert ist, das geht halt eigentlich nicht. Ja, da musst du halt klipp und klar sagen, bitte beantworten Sie meine Frage. Ja, ich als jemand, der schon interviewt hat, so rum, ich finde das auch immer brutal schwierig, weil du weißt gar nicht, ob die Leute nicht noch zur Antwort kommen oder nicht. Aber das ist halt eine völlig andere Frage, die er beantwortet, die er sich auch selbst gegeben hat und das nicht richtig. Und da stellt sich mir halt wieder die Frage, warum habe ich denn einen Moderator, wenn er das nicht kann? So, wieso brauche ich den? Und das ist die Kritik an dem Format. Ja? An sich ist das Format nicht schlimm und nicht schlecht. Ja, der Newsroom wird meiner Meinung nach noch ein bisschen wenig genutzt. Das ist 4-mal, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nicht viel für Interaktion mit Zuschauern. In 1,5 Stunden 4 Fragen vom Publikum mitzunehmen. Ja. Und auch die kritischeren Fragen kommen eher aus dem Publikum. Also es gibt bei jedem Kandidaten Sachen, die er einfach abnickt, wo ich gesagt hätte, das ist halt kritisch, der erzählt mir da gerade Unsinn. So, als Beispiel. Wir machen das Beispiel von jedem Kandidaten einmal durch. Ja. Und ich blende dann hier schön ein, was ich meine, ja. Zum Beispiel erzählt Frank Mentrup hier, dass Karlsruhe ja gegen eine Tariferhöhung war und Weigt sagt dann 2 Minuten später, dass Karlsruhe die Mehrheit gehabt hätte, um das zu stoppen, wenn sie es gewollt hätten. Mitglieder der Stadt Karlsruhe, die diese Erhöhung im KVV beschlossen haben, wenn es nach den Mitgliedern aus dem Gemeinderat von Karlsruhe gegangen wäre, hätten wir manche Erhöhungen nicht gemacht, sondern es war immer ein Misch aus den umliegenden Landkreisen und auch Trägergemeinden des KVV und aus der Stadt Karlsruhe. Und noch eines, eine Klarstellung. Mit dem Willen der Stadt hätte es durchaus gereicht, eine Mehrheit für eine Tarifaussetzung hinzubekommen. Dann halt das eine Mal, wo die Frage nicht korrekt beantwortet wird. Sie wollen ja auch, wir kommen auch noch zu den anderen Kandidaten, priorisieren. Was bedeutet priorisieren? Von welchem Projekt muss man sich in Karlsruhe verabschieden, weil das Geld fehlt? Zunächst mal möchte ich die Frage stellen, wie geht man in eine Krise rein und was bedeutet für mich generationengerecht und strategische Haushaltspolitik? Das heißt oder hier, wo jemand vom Krieg gegen das Auto spricht und er es nicht mal schafft, da eine sinnvolle Frage zu formulieren. Herr Schmidt, Sie beklagen einen Krieg gegen das Auto. Ist natürlich ein starkes Wort. Wie kommen Sie auf diesen... Dieser Krieg gegen das Auto findet ja statt in den letzten Jahren. Und generell gibt es viele Momente, wo Herr Westermann sehr dankbar Dinge einfädelt für die Kandidaten. Das heißt, das Ganze ist kein hartes Questioning, sondern das Ganze ist ein bisschen Geschmuse. Ja? Na, lass mich anders formulieren. Das ist keine gute Befragung. Ja? Was du machst, ist nicht das kritisch auf den Prüfstand stellen. Du sagst einfach, ja, erzählt mir doch irgendwas. So. Er lässt sich alles erzählen, er lässt sich alles beantworten. Und ich glaube, ich habe da schon genug zugesagt. Das muss er nicht machen, das sollte er nicht machen. Und das macht die Diskussion ein bisschen unsäglich. Ja, und deshalb finde ich es auch schwierig und nicht so gut. Ja,
ich würde dem Ganzen, ja, wenn ich eine Bewertung geben müsste, es trotzdem positiv bewerten, weil ich trotzdem mehr über die Kandidaten erfahre. Ja? Und weil die BNN eine riesige Leserschaft hat. Ja, also das müsst ihr euch vorstellen, das sind 5000 Aufrufe und das ist nicht der Livestream. So, 5000 Aufrufe, ein aufgezeichnetes Video von einem, also das anderthalb Stunden geht, das ist riesig. So, wir erreichen vielleicht 200, vielleicht 300 Leute mit unseren Interviews. Aber die BNN hat eine viel größere Reichweite und damit natürlich auch einen gewissen Multiplikator. Ja? Und gerade wenn man diesen Multiplikator betrachtet, dann frage ich mich halt natürlich, wie du es vereinbaren kannst, wenig Gäste einzuladen, oder das heißt wenig, ein Drittel der Gäste nicht einzuladen, die es gibt, ja? Sich alles erzählen zu lassen, was da passiert, nichts korrigieren zu wollen und ja, auch nicht mal darauf zu bestehen, die Fragen zu beantworten und die Zuschauer dann halt auch noch wenig einzubeziehen. Alles in allem ist das, finde ich, nicht cool. Ja, und das kann man besser machen. Ich weiß, dass sie das besser machen kann, die BNN. Und deshalb äußere ich die Kritik ja öffentlich, weil ich möchte, dass das erklärt wird, warum das gemacht wird. Ja, in Teilen ist das schon passiert, also nur diese 4 statt 6 Gäste, dafür gibt es Erklärungsansätze. Ja, man muss allerdings verstehen, dass ja nicht alles davon jeden überzeugt hat. Ja, ich persönlich kann dazu jetzt keine Aussage machen, inwieweit das stimmt oder nicht. Das steht mir auch nicht zu. Ja, ich finde nur, man sollte gerade was die Moderationsleistung in dem Moment anbelangt, nachfragen, warum das so gemacht wurde. Und das ist hiermit so ein bisschen das Ding. Ja. Vielleicht gibt es dafür eine gute Erklärung. Ich hoffe, dass es die gibt und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft besser gemacht wird. Vielleicht ein bisschen kritischer, vielleicht auch mal ein bisschen nachgehakt und vielleicht sich einfach nicht von jedem alles erzählen lassen. Aber ja, wie gesagt, ich bin ehrlich, das ist auch immer leichter, als es sich jetzt, das sagt sich halt super leicht, als dass es sich umsetzt. Ja, das Umsetzen ist wirklich schwierig und wirklich anstrengend, bin ich auch ehrlich mit euch. So, das war das Video zum BNN-Leistung im BNN-Livestream. Das nächste Video ist einer von den Kandidaten. Ich kann euch leider noch nicht sagen, welches ist, weil noch habe ich es mir nicht angeguckt. Also ich habe es mir angeguckt und offensichtlich auch geschnitten, aber ihr wisst, wie es ist. Ja, es ist anstrengend, es braucht Zeit. Ich habe beides eigentlich nur begrenzt und ja. Wenn ihr mir aber helfen wollt, ja, dann könnt ihr einfach uns ein Gefällt mir da lassen oder abonnieren. Abonnieren ist mega geil. Ja, ich habe gesehen, über 70% der Zuschauer, die unsere Videos im letzten Monat geguckt haben, haben kein Abo. Und das. Warum? So, abonniert uns doch. Ist doch cool. Ja, wenn ihr uns noch mehr helfen wollt, checkt unseren Patreon aus. Link auch, ist auch da in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und viel Spaß. Und vergesst nicht, kritisch zu sein. Ja, es ist sehr wichtig. Informiert euch und gebt dann eure Stimme ab. Ist ja schon bald, oder? Ja, ist bald. In dem Sinne, ciao.